So, schönen guten Tag, liebe Traderinnen und Trader. Elena Christodoulou, mein Name. Ich leite den deutschsprachigen Markt bei Tickmill. Und heute findet das erste Webinar unserer dreiteiligen Webinarserie statt. Wir haben hier selbstverständlich wie auch bei den vorherigen Webinaren die Chatfunktion. Das heißt, falls es Fragen gibt, falls man mich eventuell nicht ganz gut hören kann oder irgendwelche Anliegen, dann bitte kurz in den Chat reinschreiben und dann gehen wir darauf ein. So, worum geht es in unserem heutigen Webinar? Und zwar, wissen Sie wahrscheinlich schon alle, das strategische Handeln mit dem Stereo-Trader. Und es ist so, heute haben wir den Dirk und den Frank Eschmann dabei. Das sind unsere Referenten und die werden uns dann mehr über dieses Thema erzählen. Dirk ist ja wohl bekannt, der Entwickler des Stereo-Traders. Und Frank geht dann mehr halt auf den strategischen Handel ein und wie er das mit dem Stereo-Trader macht. Was den meisten wahrscheinlich auch bekannt sein dürfte, den Stereo-Trader gibt es für die Tickmill-Kunden kostenlos. Das heißt, für jeden, der ein Handelskonto bei Tickmill eröffnet, der hat die Möglichkeit danach, den Stereo-Trader zu nutzen. Ich werde auch gerne gleich den Link in den Chat reinstellen. Und ja, also wie gesagt, es ist eine Ups, Entschuldigung. Es ist eine dreiteilige Webinarserie. Das erste Webinar findet heute statt und dann können Sie das auch hier direkt sehen. Dann ist das nächste am 22. und am 29. immer um 15 Uhr. So, und bevor ich an die jungen Männer weiterleite, hier kurz der Risikohinweis. Lesen Sie sich den bitte durch. Der Handel mit CFDs kann zu Verlusten führen und ja, dieses Webinar dient nur zu Informationszwecken und soll keine Anlageberatung darstellen. Soweit von mir. Dirk und Frank, darf ich euch begrüßen? Ja, darfst du, Hallo. sehr gerne. Super. Ja, also wie gesagt, ich bin mit meiner Einleitung hier fertig. Ich werde jetzt einfach mal sagen, Dirk, du übernimmst. Ich werf mal den Bildschirm kurz rüber zu dir, dann kannst du auch hier alle schön begrüßen. Genau, das mache ich doch sehr gerne. Dankeschön. Kann ich zwar bestimmt nicht so gut wie du, aber ich Nur besser. gebe alles. So, hat das funktioniert? Ja, ne? Wunderbar. Ja, Ja, wir sehr sehen dich. schön. Ich bin wahrscheinlich der Einzige mit der Webcam, obwohl der Frank hat mir vorhin auch gesagt, dass er seine an den Start bringen will. Er will sich das mal angucken. Ich habe schon Und noch mal überlegt. ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir das heute tatsächlich machen. Sagt natürlich erstmal Hallo hier live aus Köln und aus Frank. Wo sitzt du nochmal? Ella, ach Quatsch, Ida Oberstein. Diesmal Und Ida du weißt schon noch, wo Oberstein. du wohnst, oder? Ja, ein paar Aus verschiedene Köln und Orte. Idar-Oberstein heute. Nein, das Genau. Thema strategische Order, wir haben es ja schon ganz oft irgendwo thematisiert und beziehungsweise ganz oft wurde schon gesagt, dass wir dazu ein paar Webinare machen, weil es ist halt so ein bisschen eine Geschichte, die im Stereo Trader echt schon eigentlich immer drin ist, die ich auch immer wieder selbst auch mal hier und da gezeigt habe in irgendwelchen Live-Trades oder auch hier und da mal ein Webinar. Wir haben auch bei Tickmill mal ein sehr, sehr interessantes kleines Webinar dazu gemacht. Und wo das halt auch einfach ein schönes Beispiel dafür war, wie man sich halt wesentlich unstressiger im Markt bewegen kann. Wo ich, also in dem Webinar damals war es halt tatsächlich so, da habe ich irgendwie Long gesucht, bin dann ausgestoppt worden. Und gleichzeitig die strategische Order, die der Frank jetzt ja gleich im Detail vorstellen wird, ist dann halt gelaufen und die hat die ganze Zeit halt Gewinne gemacht. Obwohl der Markt eigentlich halt sich nicht wirklich bewegt hat oder beziehungsweise nicht mal unbedingt in die Richtung, wo er halt sollte. Und beim Frank und mir, da ist es halt so, ich google dann halt öfters auch mal so über den Stereo Trader und gucke dann halt so, ob es da halt irgendwas von anderen gibt. Und bin dann natürlich immer super erfreut und überrascht, wenn ich dann halt sehe, dass sich dann andere da intensiv mit auseinandersetzen. Und so habe ich halt auch den Frank kennengelernt. Das heißt, ich habe dann auch an irgendeinem Nachmittag oder Abend, wann auch immer, da gesessen, gesucht, habe ich gedacht, wer ist das denn, ja? Und hat er hier einen YouTube-Channel, den er sicherlich auch gleich nochmal erwähnen oder vorstellen wird. Und da hat er halt sich sehr detailliert über den Stereo Trader da halt ausgelassen. Auch vor allen Dingen da, glaube ich, auch schon mit der strategischen Order und war da hellauf begeistert und hat da regelrecht die Werbetrommel gerührt, obwohl wir uns halt gar nicht kannten. Ne? Und das ist natürlich halt auch, finde ich, so das Schöne, wenn man halt sieht, dass solche Geschichten halt, die ja auch, behaupte ich mal, gut sind. Natürlich finde ich sie gut, ich habe es ja auch gemacht, aber dass halt eben auch andere das adaptieren können und dann sehen halt, was da halt für ein Potenzial dahinter steckt und sich damit befassen. Dann habe ich den Frank damals halt einfach auch angefunkt und so haben wir uns tatsächlich kennengelernt.
Und wir waren ja auch auf der World of Trading am Stand vom Tickmill auch schon mal gemeinsam, haben da ein bisschen was dazu erzählt. Und wie gesagt, kurze Rede, langer Sinn. Wir haben es lange versprochen. Heute ist es endlich soweit. Es geht los mit dem Thema strategische Order und eine Art und Weise zu handeln, die halt, so finde ich, sicherer ist als die meisten Handelsweisen. Sie ist vor allen Dingen anders als alles, was man kennt. Es gibt Parallelen zu Dingen, die man kennt. Und aber halt, es ist so eine andere Herangehensweise an den Markt. Und der Frank, wie gesagt, hat sich darauf spezialisiert und wird euch gleich so ein bisschen was dazu erzählen. Also das heißt, was er in der Vergangenheit gemacht hat, was er eben aktuell macht, Live-Konto, Demokonten und so weiter und so fort. Ich will aber auch jetzt hier gar nicht so viel vorwegnehmen und bin jetzt auch eigentlich an der Stelle schon fertig. Ich bleibe natürlich die ganze Zeit da, wenn irgendwelche speziellen Fragen sind. Aber Frank Eschmann, er ist the man of strategische Order sozusagen. Und bedanke mich heute, Frank, dass du hier bist. Natürlich danke auch an die ganzen Teilnehmer, die hier dabei sind und auch gerade noch fleißig dazukommen. Ich freue mich sehr, dass wir starten. Und Frank, du darfst hier gerne übernehmen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Dirk. Vielen Dank, Elena, für die schöne Einführung. Und ja, die Frage ist jetzt erstmal, sieht man eigentlich meinen Bildschirm? Nee, das müsste die Elena bitte mal Genau. umschalten. Bin schon dabei. Wunderbar, jetzt sieht man dein Bildschirm. Also quasi die Einführung ins strategische Trading sieht man jetzt, ja? Ganz genau. Sehr gut. Ja, wie der Dirk schon gesagt hat, habe ich mich also auf dieses strategische Trading spezialisiert. Und wir haben gedacht, wir wollen mal da ein Webinar drüber machen, denn ja, es ist ja so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das Thema. Und wir wollen da das Ganze mal auch für Anfänger von Anfang an aufbereiten, da ich mich ja eben jetzt auch schon länger mit dem Thema beschäftige. Und da das Thema auch sehr komplex ist und jetzt nicht gerade in einem Aufwasch quasi abgehandelt werden kann, haben wir das Ganze aufgeteilt in drei Folgen. Und heute fangen wir mal an mit der ATR, die Average True Range. Das ist eine Geschichte, die begegnet einem im Stereo Trader sehr häufig und natürlich auch im strategischen Trading und im strategischen Ansatz hat es eine ganz besondere Bedeutung. Aber zunächst mal möchte ich mich kurz vorstellen. Also mein Name ist Frank Eschmann, ich bin 1976 geboren, bin seit 2008 im Börsenhandel aktiv, wurde also quasi im Rahmen der Lehman-Pleite, wo alles schön runtergekracht ist, wurde ich eben auf den Börsenhandel aufmerksam und seither hat mich das Thema gar nicht mehr losgelassen. Hab dann erst ganz normal eben wie die meisten anderen eben mit CFDs angefangen und Forex nach Charttechnik, nach Markttechnik und bin dann eben 2018 auf den Stereo Trader gestoßen. Zunächst mal auf YouTube, wo ich ja auch zugange bin und dann habe ich auch noch mal im Traders Magazin eine Anzeige gesehen und da dachte ich, jetzt musst du dir das Ding aber mal anschauen. Und habe dann das erst so ein bisschen am Rande wahrgenommen. Dann beim Thorsten Helbig habe ich das Ding auch nochmal gesehen. Und dann habe ich gedacht, wow, bei YouTube war dann hier erstmal auch diese strategischen Orders zu sehen. Da dachte ich, der kann ja Sachen hier. Das muss richtig gut sein und damit kann man richtig was anfangen. Denn diese Maschine, die kann Sachen, die kann keine andere Handelsplattform, die musst du einfach haben. Und dann habe ich mir kurzerhand gleich auch den Stereo Trader geholt und bin seitdem hier nicht mehr davon losgekommen, kann man sagen. Ja, wie gesagt, komme ich aus der reinen Charttechnik und Markttechnik, habe dann auch mal einen kleinen Ausflug ins Volumentrading gemacht. Das Ganze war dann aber nicht so erfolgreich wie das strategische Trading. Das bedeutet, ich hatte zwar mit den anderen Methoden hatte ich auch gute Erfolge, aber das strategische Trading hier hat mir einfach den enormen Kick gegeben, einen richtigen Vorteil im Markt, den ich erkannt habe und den ich eben seither pflege. Und seither ist eben für mich das ganz traditionelle, diskretionäre Trading ist für mich im Grunde komplett passé. Also ich arbeite eigentlich nur noch mit den strategischen Orders und habe hier eigene Strategien entwickelt. Bin natürlich auch permanent dabei, neue Strategien mir auszudenken, neue Strategien zu entwickeln und alte Strategien zu verbessern. Das Ganze ist ein ganzer Prozess, der immer weitergeht. Also da ist man auch niemals fertig, denn das Tool, wie ihr auch im Laufe dieser Webinarserie sehen werdet, das bietet unglaubliche Möglichkeiten. Man kann hier unglaublich kreativ sein in seinen Ideen, was das Bauen von neuen Strategien angeht.
Und ja, nicht zuletzt deswegen habe ich auch jetzt seit Dezember 2019 mein Coaching gestartet, wo wir quasi eine kreative Strategen-Community sind, wo ich quasi meine Ansätze schule und weitergebe und wo wir dann quasi auch gemeinsam an diesen Ansätzen und auch an neuen Ansätzen arbeiten, um hier möglichst eben auch in der Community, in der Gemeinschaft schneller weiterzukommen, als ich das eben alleine könnte. Und da haben wir schon hier gute Community-Effekte, wir haben schon einiges erreicht und ja, es geht eben hier in der Form dann weiter. Ja, die Agenda ist hier also heute erstmal die ATR, Bedeutung der ATR im strategischen Trading. Das handeln wir heute ab, wie bereits gesagt. In der nächsten Folge wollen wir uns dann ein bisschen dem Grid Trading widmen, die Bedeutung von Grid Orders und Clusterzonen. Denn das strategische Trading besteht im Grunde hier nicht aus Einzelorders, so wie wir das kennen, sondern im Grunde ist das immer eine Verkettung von einzelnen Orders, die eben miteinander verkettet sind. Ja. Und im dritten Teil wollen wir dann ein paar Praxisbeispiele bringen und Strategieansätze mit den strategischen Orders, damit das Ganze auch nochmal ja, einen kleinen Praxisbezug hat und dass dann auch eben die Zuschauer auch mal eigene Ansätze umsetzen, durchdenken können und ja, eben mit den strategischen Orders dann besser vertraut sind in Zukunft. Ja, was ist ein großes Merkmal des strategischen Ansatzes? Für mich war einfach entscheidend, dass hier ein ganzer großer Umdenkprozess, dass nicht das Wo entscheidet, sondern das Wie. Das bedeutet, im Gegensatz zu anderen Trading-Systemen entscheidet sich der Erfolg oder Misserfolg eines Trades weniger an seinem konkreten Einstiegspunkt, sondern daran, wie wir eine laufende Order verwalten, welche Trendstruktur aktuell vorliegt und wie viele weitere Orders hinzukommen oder weggenommen werden. Was verstehe ich darunter? Also wenn wir jetzt mal klassische Handelsstrategien nehmen, wie jetzt einen charttechnischen Ansatz, einen markttechnischen Ansatz oder auch eben einen Ansatz aus dem Volumentrading, dann ist es eben so, dass wir immer einen gewissen Punkt brauchen oder einen gewissen Punkt suchen, der uns möglichst vorteilhaft erscheint, wo wir dann einsteigen. Dann wird in einem entsprechenden Abstand der Stop-Loss gesetzt und in einem anderen Abstand der Take-Profits, so ein klassisches CAV-Trading. Und das ist eben komplett anders im strategischen Ansatz, wie wir jetzt auch gleich noch dann in der Praxis auch sehen werden. Denn wir arbeiten hier, wie gesagt, nicht mit einer einzelnen Order, sondern mit einem verketteten Order-Grid oder sogar mit mehreren Grids. Und das ist erstmal ein großer Umdenkprozess, den man durchgehen muss oder den man durchgeht, wenn man hier sich für das strategische Trading entscheidet oder sich mal genauer damit abgibt. Denn es ist jetzt nicht so, dass man einfach mal damit anfängt und dann ja, am nächsten Tag rollen die Euros aufs Konto, wenn man hier mit dem strategischen Panel mal anfängt zu arbeiten, sondern man muss das ganz genauso lernen und durchdenken wie jede andere Trading-Strategie auch. Ja. Also genauso wie wir erstmal die Markttechnik lernen müssen, die Charttechnik oder eben das Volumentrading, das sind alles so separate Sektoren, sage ich mal, innerhalb der Trading-Szene, die man einfach über einen längeren Zeitraum lernen, verstehen und üben muss. Und genauso müssen wir das auch beim strategischen Trading machen. Ja, also so einfach einschalten, laufen lassen und so, das ist problematisch. Da muss man schon auch einige Dinge kennen und beachten und auch wissen. Und genau dafür sind wir ja jetzt heute da, um hier mal die Grundlagen zu legen, um auch die Anfänger mitzunehmen in diesem neuen System. Ja, hier habe ich jetzt mal zum Beispiel eine strategische Order mitgebracht, wie das dann so aussieht. Ich weiß nicht, ob man das einigermaßen erkennen kann. Wir zeigen es natürlich auch gleich noch im Chart. Das hier ist zum Beispiel jetzt der Nasdaq und wenn wir jetzt sagen, wir möchten hier gerne eine Short Order reinlegen, dann ist es natürlich so, es ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, denn der Markt ist long und wir wollen jetzt nicht zwingend in einen Long-Markt reinshorten, aber wenn wir jetzt sagen, der Markt ist deutlich überkauft und wir möchten hier einfach, wir sehen das Potenzial auf der Unterseite mehr als auf der Oberseite und wir möchten hier eine Short Order reinlegen mit geringem Risiko, dann messen wir quasi einfach mal die Distanz, wo wir sagen, innerhalb dieser Distanz könnte der Markt zu unseren Gunsten drehen. Das sind jetzt in dem Fall 50 Punkte und dann sagen wir, innerhalb dieser 50 Punkte legen wir einfach ein Grid im Abstand von 10 Punkten. Dann haben wir 5 Limits und dann sehen wir, dass wir hier so eine
Clusterzone kriegen, innerhalb derer wir dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zumindest mal abprallen. Ja, das muss noch immer nicht heißen, dass wir hier ab dem Zeitpunkt hier 1000 Punkte nach unten fallen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir an so einem Tageshoch und an so einer runden Marke und an so einer, an so einem Außenstab hier, in so einem Daily-Außenstab, dass wir da zumindest eine Short-Reaktion sehen, die ist dann doch ganz recht hoch. Und von daher ist es dann durchaus legitim, mal hier so ein Grid reinzulegen, um zu gucken, was passiert. Denn das Risiko ist dann im Endeffekt auch nicht größer. Im Gegensatz ist es kleiner, als wenn wir jetzt hier versuchen, mit 10 Punkten eine einzelne Order reinzulegen. Die wird unter sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgestoppt und wir haben einen Verlust, während wir hier quasi eine größere Clusterzone haben, innerhalb derer der Markt die Chance hat zu drehen. Und wir können dann auch innerhalb dieser Zone zum Beispiel anfangen, Teilgewinne zu realisieren. Wir können einzelne dieser Positionen abbauen. Wir können wieder einzelne Positionen aufbauen. Das heißt, wir sind mit diesem System, mit diesem Grid-System viel flexibler, als wenn wir jetzt hier nur eine Einzelorder mit einem Abstand von 10 Punkten haben. Ja, das ist extrem schwierig, solche Punkte genau zu definieren. Das können, ja, außer dem Dirk kenne ich eigentlich gar keinen, der das so exakt hinkriegt, immer genau die Punkte zu treffen. Und von daher ist das hier die einfachere Möglichkeit eigentlich, quasi ja, sich einen Vorteil im Markt zu sichern. Was sind die Vorteile des strategischen Tradings? Also wir haben hier einfach mal mehrere Vorteile im Vergleich zum traditionellen, konventionellen Ansatz. Ja, der Zeitpunkt ist zum Beispiel je nach Strategie, sage ich mal, mehr oder weniger egal. Also ich habe hier auch Strategien, die legen morgens einfach los, ja. Und das heißt, wir müssen nicht stundenlang warten, bis der Markt jetzt das Value Area High berührt oder Low oder irgendwelche Pivotpunkte, sondern wir bauen uns ja unsere Orders im Laufe der Zeit zusammen. Und von daher ist es schon ein großer Vorteil, dass wir hier mit dem strategischen Ansatz haben. Denn wenn wir lange auf einen Einstieg warten müssen, dann baut sich in uns auch irgendwo eine Spannung auf, viele, vor allem Trading-Anfänger, die noch nicht so routiniert sind, die werden dann irgendwann ungeduldig und die wollen dann einfach in den Markt, dann kommt wieder Aktionismus rein, dann geht man einfach in den Markt, obwohl man gar nicht das Signal hat, dann ist man wieder genervt, weil man ausgestoppt wird. Und das heißt dieses Warten auf den Zeitpunkt, das entfällt bei einigen Strategien. Ja, dann haben wir anstelle der punktgenauen Einstiege, haben wir hier eine Unterscheidung in Trend- und Range-Markt, ich zumindest in meinen Strategien unterscheide hier in Trend und in Range-Markt. Ja, das ist also auch nochmal ein Unterscheidungsprozess, den hat man zwar auch in anderen Trading-Systemen, aber hier kommt er ganz besonders zum Einsatz. Ich habe zum Beispiel ein Range-System, das morgens in den US-Märkten handelt, weil hier in der Regel die großen Trends noch gar nicht anfangen. Ja, das ist dann eben wichtig und da spielt die Volatilität, also die echte Volatilität, eine große Rolle, die ich ständig im Blick haben muss. Aber natürlich auch dann markttechnische Faktoren wie die Trendstruktur, die mir dann eben anzeigen, ob ich jetzt mit so einem Grid in einen Trend reingehe, also ob ich zum Beispiel versuche, mich mit so einem Order Grid in einen laufenden Trend reinskalieren zu lassen vom Stereo Trader oder ob einfach im Moment ein Range-Markt vorliegt, wo ich dann die Vorteile auf der Ober- und auf der Unterseite suche. Ja, ihr kennt das vielleicht, wenn ich jetzt so eine Range habe und dann Value Area High Short, Value Area Low Long. Wenn so ein Range-Markt hier vorliegt, dann kann ich an die Ober- und Unterkanten, kann ich mir hier quasi so ein Grid ranlegen. Aber die Voraussetzung muss natürlich gegeben sein, dass wir hier dann auch einen Range-Markt vorliegen haben und nicht in den Trend reinrennen. Ja? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, sich da vorher ein bisschen abzusichern, beziehungsweise sich da vorher mal ein Bild zu machen, wo wir eigentlich gerade global stehen mit dem Wert. Ja, dann haben diese Strategien kein Ablaufdatum wie manche andere Strategien, die jetzt zum Beispiel rein auf Indikatoren und Oszillatoren basieren, die dann oftmals nach einiger Zeit ihren Geist aufgeben, sondern durch diese automatische ATR-Funktion, die der Stereo Trader implementiert hat, was wirklich eine gigantische Sache ist, passt sich ja der Stereo Trader, da passen sich unsere Strategien immer an die aktuelle Marktsituation an. Das heißt, wir haben hier ein dynamisches System vorlegen, was so intelligent ist, dass es sich an die aktuellen Marktbedingungen anpasst. Das ist immer noch ein Unterschied, als wenn ich ständig jetzt mit dem Stopp von 10 Punkten arbeite zum Beispiel. Ja, das kann sein, dass so ein 10-Punkte-Stopp und ein 20-Punkte-Take-Profit, was ja so der Standard dann ist, dass es gar nicht zur aktuellen Vola passt. Und dann wird man natürlich häufiger ausgestoppt,
als einem lieb ist. Und das ist der große Vorteil auch eben an Stereo-Trader und an den strategischen Orders, dass wir hier eben mithilfe der automatischen ATR-Funktion uns permanent an die aktuellen Gegebenheiten, also an die Volatilität des Marktes anpassen, sodass die Orders entsprechend weitergesetzt, also das Grid eben größer wird oder enger, wenn die Vola geringer ist. Und somit arbeiten wir quasi ständig mit einem statistischen Vorteil. Dann ist es nicht der Vorteil, dass keine korrekten, in Anführungsstrichen, Kursdaten nötig sind. Ist ja immer der große Streitpunkt zwischen CFD-Tradern und Futures-Tradern. Mit CFD ist dies und jenes nicht möglich, weil die Daten nicht übereinstimmen und so weiter. Wir haben hier keine korrekten Einstiegspunkte. Das stimmt natürlich auch in der Regel, aber mit dieser Art des Tradings ist es quasi völlig egal, ob der DAX jetzt 10 Punkte höher oder tiefer steht. Da wir uns in der Regel in Positionen rein und raus skalieren, dann kommt es nur auf die Bewegung an sich an, also dass wir uns auf und nieder bewegen, als dass es wirklich darauf ankommt, dass wir hier einen punktgenauen Einstieg haben. Ja, der Stereo Trader hat zwar auch die Möglichkeit, diese Future-Daten einzuspielen. Das ist ja auch eine ganz tolle Sache für eben Leute, die anders traden wollen, die eben mit diesen Tools und Modulen arbeiten möchten. Das geht ja auch mit dem Stereo Trader. Aber es ist jetzt hier nicht zwangsläufig nötig mit dem strategischen Trading und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Hier nochmal ein Beispiel für eine strategische Order hier im DAX, also gerade ein Order Grid und der Stop wird quasi relativ zum Grid unter diesem dann platziert. Welche Komponenten haben wir? Also wir haben viele verkettete kleine Grid-Orders statt eine Einzelorder. Wir haben ATR statt fixe Punktabstände, wenn man das will. Das heißt, wir können unserem Grid entweder sagen, es soll in einem Abstand von 10 Punkten, 20 Punkten fix aufgebaut sein oder wir haben die automatische ATR-Funktion, wo sich der Stereo-Trader dann eben an die aktuelle Volatilität immer anpasst, was natürlich ein großer Vorteil ist, was aber auch dazu führen kann, dass hier dass eben die Punktabstände sehr groß werden, wenn die Vola mal sehr hoch wird. Dessen muss man sich eben bewusst sein. Und dass dann eben auch der Verlust, wenn so ein Ding mal in Stop-Loss läuft, dass er dann eben höher sein kann als geplant. Ja, Trend und Range statt Punktlandung habe ich schon erwähnt. Dann ein nächster Faktor ist, dass wir mit einem dynamischen CRV statt einem fixen CRV bei solchen Geschichten arbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt mit einem klassischen CRV-Ansatz hingehen, womit sich ja auch viele wohlfühlen, was ja auch völlig okay ist, wenn wir jetzt sagen, wir traden mit einem fixen CRV von 2:1 oder 3:1, wenn sich da jemand schon über Jahre reingearbeitet hat und das profitabel macht, ist echt eine super Sache. Und wenn er auch die entsprechende Trefferquote dazu hat. Aber im strategischen Trading arbeiten wir primär hier mit einem dynamischen CRV. Das bedeutet, wir sind hier eben durch diese Aufsplittung einer großen Order in verschiedene kleine Einzelorders sind wir eben dazu angehalten, hier entweder Orders noch aufzustocken oder auch wieder rauszunehmen. Das bedeutet, wir müssen auch in unserem Handel ein bisschen flexibler sein oder sollten das sein, weil wir hier kein fixes CRV mehr haben und da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Dann eine persönliche Sache von mir sind eben hier Hedging und Auto-Exit statt ein Stop. Also man kann quasi die strategischen Orders konventionell benutzen, sage ich mal, eben indem man, wie ich eben gezeigt habe, so ein Order-Grid reinlegt und mit einem Stop absichert. Ich persönlich mag eben auch gerne Hedging-Strategien, die sind dann deutlich komplexer, aber haben auch ihre Vorteile. Und dann haben wir eben noch die Auto-Exit-Funktion statt eines Stops, worauf ich auch gleich noch eingehen möchte dann. Ja, die Bedeutung der ATR ist ja das Thema des heutigen Tages. Und deswegen wollen wir hier einfach mal anfangen, auch ein bisschen weg vom Frontalunterricht, von der Frontalpräsentation und mal eine Frage an die Teilnehmer. Wer weiß denn, wie hoch ist denn die aktuelle Tages-ATR im DAX oder / und im S&P? Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wer das weiß. Dann kann ich mal einen Schluck trinken und ihr könnt hier mal was in die Tasten hauen. Sieht man hier die Fragen? Ich glaube nicht. Beziehungsweise die Antworten. Moment, ich stelle das mal kurz für dich ein, Frank. Solltest du die noch nicht sehen? Halbe Sekunde. Also diejenigen, die übrigens den Stereo Trader haben, brauchen nur den DAX aufzumachen und das ATRX-Add-on draufzuziehen.
Dann kommt die Antwort. Keine Du Antworten? schummelst, Dirk. Ja, natürlich. Immer. Ich sehe keine Antworten. Seht ihr Antworten? Ja. Ich sehe Okay, ja, lies einen. mal ein paar vor. Lies mal ein paar vor. Ich sehe Bist du keine, bei? aber ist ja egal. Ah ja, da kommen ein paar, ja. Du dürftest die jetzt eigentlich sehen, Frank. Also die Daily ATR ist gefragt, ne? Also hier Genau, die kommen einige Tagesart. mit M15, es geht um den Daily. Hundertfünfundachtzig? Nee, Quatsch. Ja, es kann schon sein. Es ist Ja, ja doch, momentan. genau. Ja, Ja, stimmt. es Also im DAX, wir machen es jetzt, wir kürzen das Ganze ab. Aber ich finde es halt einfach extrem wichtig. Ja, genau, 185 im DAX, dass man das weiß, ja, wie ungefähr die ATR aussieht in dem Wert, den man handelt. Ja, das wissen jetzt die meisten erfahrenen Trader aus dem Stegreif oder aus der Intuition. Aber als Trading-Anfänger sollte man sich damit mal auseinandersetzen, wenn man einen neuen Wert handelt, wie viele Punkte der überhaupt zurücklegt. Und dann muss man eben wissen, ob das realistisch ist, dass ein S&P am Tag 1000 Punkte rauf und runter scheppert oder vielleicht nur 30. Ja, genauso das beim DAX. Das ist einfach wichtig, dass man ungefähr kennt, auch innerhalb der jeweiligen Zeiteinheit, dass man das ungefähr weiß, wie hoch die ATR in einer Zeiteinheit pro Wert ist. Ja. Und damit sollte man sich einfach mal vorher auseinandersetzen, denn die ATR, die liefert uns halt realistische Kursziele und Stop-Level. Das ist immer ganz wichtig zu wissen, weil ja, wir kennen ja zum Beispiel das Spiel, also wir wollen hier mit dem 10-Punkte-Stop im DAX dann 1000 Punkte erreichen, ja. Und das ist so, solche Geschichten sind natürlich in der Regel zum Scheitern verurteilt, weil die ATR im DAX, wie gesagt, ja 180 Punkte rund ist. Ja. Das heißt, er müsste fünfmal seine ATR runterreißen, damit wir unser Kursziel überhaupt erreichen. Und daher ist es halt immer wichtig, dass wir das ungefähr erstmal wissen, wenngleich auch der Stereo Trader uns dabei natürlich hilft. Ja, die ATR im DAX ist aktuell 180 Punkte. Und das bedeutet, alle Orders, die innerhalb dieser Punktespanne in den Markt gegeben werden, haben eine große Wahrscheinlichkeit, ausgelöst zu werden, während der Stop natürlich besser außerhalb dieser ATR platziert werden sollte. Und dann haben wir auch realistische Kursziele innerhalb dieser ATR, die dann möglichst eben auch erreicht werden. Wie eben gesagt, also 1000 Punkte Kursziel, hört sich immer alles schön an und das klappt vielleicht auch einmal von Hunderten. Aber dann sollte man in dem Moment nicht davon ausgehen, dass sowas immer der Fall ist. Ja, also die Wahrscheinlichkeit eben innerhalb der Tages-ATR mit seinen Orders irgendwo ausgelöst zu werden, sei es Limit oder Stop-Orders, ist natürlich weitaus höher, als dass Orders ausgelöst werden, die außerhalb dieser Marken ausgelöst werden. Ja, dazu ist ja eben auch mal einfach der DAX eingeblendet mit der ATR. Das ist dieser ganz einfache ATR-Indikator, den wir eben auch im MetaTrader einblenden können, und den sollte man sich hier eben mal einblenden. Und einfach mal, um in seinen Wert, den man handeln möchte, ob das jetzt der DAX ist, der Euro oder der S&P, dass man einfach mal abschätzt vorher, wie viele Punkte sich so ein Ding überhaupt im Schnitt am Tag bewegt. Ist natürlich klar, dass sich so ein Wert auch ändern kann, wie wir hier sehen. Die bewegt sich immer in Wellen. Also wir haben hier mal Zeiten hoher ATR und Zeiten niedriger ATR. Das schwankt natürlich im Laufe der Zeit immer, aber wir haben immer so eine gewisse Spanne, in der sich ein Markt bewegt und die in der Regel auch einigermaßen eingehalten wird. Ja, also es kommt jetzt doch relativ selten vor, dass der DAX mal am Tag 1000 Punkte hoch und runter scheppert. Klar kann das mal passieren, wenn wir jetzt hier Crash-Alarm haben, aber in der Regel bewegt er sich hier eben so um die 150 bis 200 Punkte. Und dann sind wir mit dieser Punktespanne eben auch gut bedient und wissen ungefähr an den Rändern, ja, den Markt besser einzuschätzen. Ja, die ATR und das strategische Trading, das hat in meinen Handelsansätzen zwei Bedeutungen. Einmal die ATR der entsprechenden Zeiteinheit, die wir jetzt beispielsweise auf dem 15-Minuten-Chart dann feststellen, und die Tages-ATR eines bestimmten Wertes, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, zum Beispiel im DAX 180 Punkte, im S&P 30 Punkte. Dann können wir quasi einen Wert besser
einordnen und können daraufhin unsere strategischen Orders, unsere Strategien drauf abstellen und quasi um diese ADR drumherum bauen, um quasi eine möglichst hohe Chance auf einen erfolgreichen Trade zu bekommen. Ja, jetzt gebe ich hier mal ein Beispiel anhand des S&P 500. Ich empfehle immer den S&P 500 für Trading-Anfänger, weil er sich eben relativ gemächlich bewegt und daher man diese ganzen Sachen sehr gut üben kann. Während der DAX halt eine kleine Wildsau manchmal ist und auf und nieder scheppert und dann natürlich zu Aktionismus verleitet und der sich eben nicht immer ganz so sauber bewegt, und anhand vom S&P 500 kann man eben solche Geschichten mal durchspielen. Wenn wir hier sagen, wir haben eine Tages-ATR von 30 Punkten und wollen dann außerhalb dessen unseren Stop setzen bei 35 Punkten. Wir möchten dann 2% unseres Kontos riskieren, landen dann bei 400 Euro. Das müssen jetzt natürlich nicht diese 2% sein. Das ist jetzt nur mal das Beispiel, wie es eben immer in den Lehrbüchern steht. Man kann natürlich auch dann mit geringer kapitalisiertem Konto solche Geschichten angehen. Jetzt nur mal als Beispiel. Und wenn wir das dann mit dem Stereo Trader, wenn wir das dann in den Stereo Trader einarbeiten, hier eingeben, dann können wir quasi uns hier die 2% ausgeben lassen, den Stop-Loss, und dann bekommen wir die Positionsgröße, die wir eben handeln dürfen, auf diese Stop-Distanz. Ja, und da kommt dann raus, dass wir quasi 17 Kontrakte handeln können. Geben wir das in unseren Positionsgrößenrechner ein, den wir zum Beispiel hier in unserer Community auch haben, dann kommt da eben raus, dass wir dann 8 Limits mit einer Progression von 1,2 handeln können. Das bedeutet, wir haben dann alle 3,5 Punkte ein Limit. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das dann so im Chart dann aussieht. Ja, wenn wir das hier jetzt also mal alles eingeben. Und jetzt haben wir hier den S&P 500 und sagen, wir möchten hier gerne mal so ein Long Grid aufsetzen. Und hier können wir dann eben unseren Stop festlegen. Bei 2% wären das jetzt 18 Kontrakte. Und wir können hier natürlich auch mal einen anderen Wert einstellen, wenn wir jetzt einen Stop-Loss von 40 haben möchten. Ja. Dann sind das natürlich nur noch 16 Kontrakte. Ja. Das ist ganz klar. Und das rechnet uns der Stereo Trader hier eben automatisch hin. Und wenn wir dann mal so ein Long Grid in den Markt legen, So, und wenn wir dann gefillt werden, dann wird eben der Stop relativ zu diesem Grid gelegt. Und ja, wir sehen jetzt, wir haben jetzt quasi die gesamte Tages-ATR abgedeckt. Und ja, wie man sieht, können wir hier quasi so eine gesamte Tages-ATR mit dem Risiko abdecken, das wir haben. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere 21 Kontrakte verteilt auf dieses Grid. Und der große Vorteil vom Stereo Trader ist jetzt eben, wenn wir jetzt hier zum Beispiel in einem Rutsch runter crashen, ja, das kann ja mal passieren durch irgendeinen dummen Tweet oder was auch immer, dann sind diese strategischen Orders alle miteinander verkettet. Hier können wir die unten verketten. Und das ist auch nicht ganz ungeschickt, denn wenn der jetzt hier runter scheppern würde, dann würde er die ganzen Orders hier über den Stop drüber schieben. Und wir wären dann nur mit den ersten zwei oder mit der ersten Order hier halt gefillt. Ja, das heißt, das Risiko ist hier sogar noch geringer. Also es ist nicht größer, als wenn wir jetzt hier auf einen einzigen Punkt versuchen, mit einem 10-Punkte-Stop diese ganzen 21 Kontrakte zu handeln. Und ja, das ist eben ein schöner Vorteil, finde ich, den wir haben. Aber die Limits müssen halt eben alle miteinander verkettet sein. Und das ist eben, was auch andere Trading-Plattformen jetzt von Haus aus nicht zwangsläufig mitbringen, sondern deswegen steht auch das Grid-Trading halt oftmals unter einem schlechten Ruf, oder ja, es wird immer schnell in ein falsches Licht gerückt. Aber der Stereo-Trader hat ja halt hier eben diese Funktionen, die dafür sorgen, dass wir nicht mit so einem Setup jetzt komplett in einen Stop reinrasseln und dann übermäßige Verluste haben, ja, sondern durch die Limit-Pullback-Funktion und die verketteten Order-Grids sind eben alle Orders miteinander verkettet. Und es kann nicht passieren, dass der hier einfach durchrutscht und alle Orders auslöst und wir dann dumm dastehen. Ja. Das jetzt nur mal so als Beispiel für so ein Daily-Setup, was man zum Beispiel dann auch gut mit dem XMA-Filter kombinieren kann, was ich euch aber dann in einem weiteren Webinar zeige.
Ja, stellen wir die ganze Geschichte mal glatt und kommen zurück zum Glück. Ja, hier ist nochmal quasi das Setup hier auch nochmal eingespielt sozusagen als, ja, eigentlich nochmal genau das Gleiche, was ich euch jetzt im Chart gezeigt habe, wie so eine strategische Order aufgebaut wird. Die einzelnen Orders addieren sich dann quasi auf durch die Progression, die wir hier einstellen können, addieren sich dann quasi in ihrer Summe auf die Gesamtkontraktzahl auf, ja. Das ist jetzt vielleicht für Anfänger oder für Leute, die hier mit dem Stereo Trader noch nicht viel zu tun hatten, ein bisschen viel. Und deswegen haben wir ja das auch alles aufgesplittet in mehrere Sitzungen. Aber da muss man einfach mal ein bisschen hergehen und muss sich dann mal damit auseinandersetzen und das Ganze üben. Einfach mal einen ganzen Nachmittag nur strategische Orders aufbauen, wieder glattstellen, verschiedene Progressionsstufen einstellen. Ach so, eins kann ich auch noch zeigen, wenn man jetzt nicht weiß, wo man dieses erweiterte strategische Order-Panel kriegt, dann geht man hier einfach unter Layout, erweiterte strategische Order, setzt man hier den Haken. Entschuldigung, muss mal kurz was trinken. Also, und dann bekommen wir dieses erweiterte strategische Order-Panel, mit dem wir dann eben mehr arbeiten können als mit diesen vorgefertigten. Ja? Also der Dirk hat ja hier schon vorgefertigte Orders drin, zum Beispiel die 5x ATR oder diese Swing Presets, das sind auch tolle Geschichten. Und ja, wer sich eben hier mit dem strategischen Trading auseinandersetzen möchte, der sollte einfach mal hergehen und einfach mal am Nachmittag diese ganzen Presets mal durchhandeln und durchgucken, was passiert überhaupt, wenn ich dieses oder jenes Preset aufsetze. Ja. Was macht der Stereo Trader? Wie verhält sich mit dem Stop? Wie verhält sich es eben mit der Progression auch? Hier kann man auch unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten durchspielen mit der Progression hoch, mit der Progression runter. Und ja, also ich denke, die meisten werden jetzt schon sehen, welche unglaublichen Möglichkeiten der Strategieentwicklung sich hier ergeben. Denn nur wenige Parameter, die wir hier abändern, bauen ja quasi dann schon wieder fast eine neue Strategie, ja. Mal ganz abgesehen davon, was passiert, wenn wir andere Werte noch dazu nehmen oder wenn wir noch manuelle Orders dazu nehmen oder hier von Orders wegnehmen. Ja, also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und deswegen mag ich diesen Handel auch sehr, weil man hier auch eben sehr kreativ sein kann und nicht in dieses starre, fixe System mehr gepresst ist. Ja, wo liegt der Nachteil? Könnt ihr vielleicht nochmal in den Chat reinschreiben. Hat jemand eine Idee, wo denn der Nachteil liegen könnte bei so einer Methode? Oder bei Grid Trading im Allgemeinen? Sind noch Leute da oder haben alle gestreikt? Sind einige abgesprungen? Nee, die sind noch alle da, die sind nur ein bisschen schüchtern heute. Hallo? Warte, noch hier alle steht, da? Noch alle wach? Kleine Oder eine Gewinner? Eingeschlafen? Hier steht jetzt, hier kommen doch ein paar Kommentare. Siehst du die? Ja, oh, da kommt jetzt was, das siehst du, ne? Da ist ja, vor allen Dingen ein Einwand, auf den ich eigentlich schon warte. Grid sieht nach Martingale aus. Da musst du ja, gleich unbedingt auch, was dazu sagen. Das ist natürlich komplett. Ja, ich sag mal so, der Einwand ist berechtigt, aber das hat mit dem, was hier passiert, nicht das Geringste zu tun. Nee, gar nicht. Also das machen wir auch noch im nächsten Teil genauer mit diesem Grid-Trading. Deswegen haben wir das ja auch alles gesplittet, weil das wird sonst zu viel, gerade für Leute, die neu in dem Segment sind. Aber das ist kein Martingale. Also Martingale ist ja immer die Verdoppelung der Position im Vergleich zur vorherigen Position. Das, was jetzt viele aus dem Roulette oder so kennen. Und das führt natürlich schnell in den Ruin. Aber das ist ja nur eine leichte Progression. Und die Gesamtkontraktzahl, die bleibt ja immer gleich. Ja, also es ist ja völlig irrelevant, es ist sogar irrelevant, ob wir da innerhalb so einem Grid ein Martingale tatsächlich anwenden, solange die Gesamtkontraktzahl gleich bleibt. Es ist zwar, ein Martingale ist zwar, hat auch seine Nachteile dann, aber also ich arbeite auch nur mit normaler Progression, aber das Vorurteil mit dem Martingale, das kann man so nicht stehen lassen.
Oder magst du noch was dazu sagen, Dirk? War mein Mikro aus? Nee, generell ist es ja vor allen Dingen halt auch so, dass Martingale, nur mal als Beispiel, wie du ja gerade gesagt hast, ist ja immer eine Verdopplung. Und das heißt, es ist aber auch letzten Endes blindes Verbilligen, ja. Und Genau. ohne irgendwie das, ohne sich auf den Markt oder so halt auch einzustellen, darf man halt auch nicht vergessen, ne? Und was hier passiert, ist ja was völlig anderes. Das heißt, die Platzierung der Orders richtet sich hier nach dem Markt. Und sie richtet, wie du ja auch gerade gesagt hast, nach der Positionsgröße. Plus, das hat eben auch noch hinzukommt, dass das dieses Grid, was da entsteht, dass sich das ja halt auch wiederum halt dynamisch verschiebt. Und Genau. man darf das auch nicht mit einem normalen Grid-System halt vergleichen. Also wir haben ja auch schon gesehen, dass mittlerweile auch andere Anbieter hingehen und versuchen, sowas nachzubauen. Aber da behaupte ich mal, da sind wir mit dem StereoTrader doch einige Jahre voraus, was die Erfahrungswerte eben auch angeht. Und eben die Techniken, die man damit machen kann. Also alles, was man auch an Grid-Systemen genauso kennt, das ist, wird hier nicht gegen anstinken können. Also weil es halt einfach wesentlich ausgereifter ist, halt die ganze Geschichte. Ne? Aber auch generell muss man auch mal fairerweise sagen, immer wenn es irgendwo heißt Martingale, dann gehen immer nicht gleich die Alarmglocken an. Man darf natürlich aber auch trotz allem nicht vergessen, also ich handle auch kein Martingale, und der Frank sicherlich auch nicht. Aber die Nee. mathematische Wahrscheinlichkeit ist natürlich immens. Das darf man halt auch leider nicht ganz vergessen. Ne? Deswegen performen solche Systeme ja auch eine Zeit lang ganz gut und irgendwann macht's dann halt, gibt's dann halt einen Knall. Ne? Aber halt so eine Zeit lang performt das ganze Zeug ja alles. Und das heißt, der mathematische Grundansatz ist ja nicht ganz falsch. Nur eben die Art und Weise, wie es dann halt gemacht wird, die ist halt eigentlich immer falsch. Das ist halt eher so das Problem. Genau. Ja, genau, mehr sage ich dazu auch nicht. Also da kommen wir auch noch dann im nächsten Teil ein bisschen genauer dazu, zu solchen Geschichten, Progression, Martingale. Und das ist natürlich das, was einem hier als erstes auffällt. Ja, wo ich aber eigentlich darauf hinaus wollte, ist, dass wir hier mit einem dynamischen CRV arbeiten. Das bedeutet, wer anfängt, mit diesen Grid Orders und mit Take Profit zu arbeiten, der wird irgendwann feststellen, dass er eben sehr oft mit den ersten Positionen in den Take Profit läuft, aber dann mit einer großen Position in den Stop Loss. Und das können wir natürlich vermeiden oder sollten wir vermeiden, indem wir manuell Positionen aufstocken, um eben unser realisiertes CRV nicht komplett auszuhebeln im Laufe der Zeit. Das ist zum Beispiel das, was ich mache. Oder dann eben mit Auto Exit in Prozent statt Take Profit arbeiten. Ja, weil der Take Profit bleibt ja immer im fixen Abstand zu einem Grid. Ich zeige das, denke ich, nochmal lieber in der Plattform. Jetzt reagiert er nicht, doch, Baby. Irgendwie hängt gerade mein MetaTrader. Wie auch immer. Moment, ich gehe nochmal zurück. Jedenfalls, wenn wir hier ein Grid auflegen und dann wird der Take Profit oben drüber gesetzt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er immer mit den oberen Positionen, also mit den kleinsten Positionen aus dem Grid, den Take Profit erreicht. Aber je weiter der Markt nach unten korrigiert, je mehr Orders er einsammelt, quasi auf seiner Reise jetzt nach unten oder im Shortfall nach oben, desto weiter entfernt er sich vom Take Profit. Das sind alles so Geschichten, hinter die kommt man erst, wenn man solche Systeme eine Weile live handelt. Und da ist aber auch schon wieder eine Lösung im StereoTrader implementiert, nämlich indem wir einfach mit dem Auto-Exit in Prozent arbeiten. Das bedeutet, sobald ein gewisser prozentualer Gewinn in Verhältnis zur Balance des Kontos erreicht ist, wird eben unsere aufgebauten Positionen glattgestellt. Dadurch haben wir eben sind wir nicht mehr davon abhängig, dass der Markt eine gewisse Punktespanne zurücklegt, bis es den Take Profit erreicht. Ja. Ansonsten kann man natürlich ja auch sehr schön, wenn wir das System dazu nutzen, uns in eine Position reinrödeln zu lassen, wie ich es immer gerne nenne, kann man das natürlich auch sehr gut nutzen, manuell Positionen aufzustocken, manuell Positionen rauszunehmen. Ja, also das Ganze so ein bisschen manuell zu seinen Gunsten zu manipulieren und eben nicht auf den Take Profit angewiesen zu sein. Also dieses dynamische CRV, das ist das, wo man sich eben dran gewöhnen muss und wo man eben Strategien entwickeln und drumherum bauen muss, wenn man sich ein bisschen mit diesem strategischen Trading auseinandergesetzt. Oder ich glaube, es hat der Dirk auch gemacht, mit dem Trailing Stop dann gearbeitet.
bei der WOT im Live-Trading. Das kann man natürlich, gibt es verschiedene Methoden, wie man hier eben auch seine Gewinne dann realisiert. Ja, das habe ich schon gesagt, quasi, dass wir hier für Anfänger den S&P besonders gut, dass er hier besonders gut geeignet ist, da er zu weniger Aktionismus verführt, wie zum Beispiel jetzt der DAX. Ja. Und man muss eben nur aufpassen, wenn wir hier eine hohe Vola reinbekommen und dann werden unter Umständen die Grid-Abstände sehr hoch, wenn wir mit der automatischen ATR-Funktion arbeiten, damit wir dann in solchen Fällen nicht unser Risiko- und Money-Management aushebeln. Ja. Das heißt, wenn die Vola jetzt sehr hoch wird, die Kerzen sehr lang werden, dann baut uns der Stereo-Trader natürlich entsprechend lange, große Grids auch in den Markt. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, traden wir mit dem statistischen Vorteil der ATR in dem Fall. Und dann haben wir aber natürlich einen größeren Verlust, wenn der Stop erreicht wird, oder bleiben wir bei unserem fixen Punkteabstand und riskieren daher eben auch unter höherer Vola dann ausgestoppt zu werden. Das sind dann immer so Sachen, wo man dann draufkommt, wenn man mit solchen Grid-Orders arbeitet. Ja, dann noch eine kleine Sache, die ich auch mal erklären wollte, weil das eben auch häufig gefragt wird. Wir haben hier im Stereo Trader in dem erweiterten Order Panel einmal die Funktion mit D und ohne D. Und ja, was fällt euch auf? Wenn ihr, also es ist jetzt quasi beide Male dasselbe Setup, einmal hier ATR 10 und einmal ATR 10D oder 30 und 30D. Das ist nämlich auch eine wirklich tolle Funktion oder eine tolle Innovation, die hier im Stereo Trader implementiert ist. Genau, der Grid-Abstand wird größer, sagt der Tobias. Und genauso ist es auch. Und das ist auch recht clever, denn wie ihr vielleicht wisst, ist gerade im Indexhandel, ist es ja so, wenn wir Indizes handeln, dass die Short-Kerzen größer sind als die Long-Kerzen in der Regel zumindest. Was einfach daran liegt, dass hier eben im Abverkauf ein Abverkauf weitaus schneller meistens stattfindet als so ein Buy-Up, ja, so ein Sell-Off, wenn hier irgendeiner seine Position rauszieht, eine größere Adresse, dann geht es natürlich rasant nach unten. Und ganz einfach dafür ist eben dieses D. Das bedeutet, wenn wir hier die ATR-Funktion mit dem D benutzen, dann bewertet der Stereo Trader die Abwärtskerzen anders als die Aufwärtskerzen, berechnet sie anders. Also das ist ja logisch, dass dann hier wenn wir jetzt in einem Abwärtstrend dann quasi sind oder hier vorher einen großen Abwärtstrend hatten, dann wird das Long Grid größer, wird das weiter auseinandergezogen, damit wir hier eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, nicht ausgestoppt zu werden, während wir auf dieser Seite, während wir ohne diese Funktion D arbeiten, während das quasi einfach die ATR 30 genommen wird, ohne einen Unterschied zu machen zwischen Long- und Short-Kerzen. So, ich hoffe, ich habe das verständlich rübergebracht. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Short-Seite. Ja, allgemein ist innerhalb des Stereo Traders die ATR eine wichtige Komponente, auch noch in anderen Tools und Add-ons, zum Beispiel in der ATR Bracket und in der ATR Base. Und da wollen wir jetzt aber heute nicht mehr genau darauf eingehen. Das können wir vielleicht mal ein anderes Mal machen oder macht der Dirk mal andere Webinare dazu oder eine gesonderte Einführung zu dem Thema. Jedoch seht ihr, dass auch in anderen Tools die ATR immer eine wichtige Rolle spielt. Ja? Also scheint auch wirklich für verschiedene Add-ons sehr wichtig zu sein. Ja, dann habe ich hier mal einen kleinen aktuellen Track Record mitgebracht, hier zum Beispiel von gestern. Eins meiner Range-Setups hier, Ping-Pong, habe ich das genannt und das handelt quasi die Range im US-Vormittaghandel. Ja, wie ich ja gesagt habe, ist es also nach meiner Beobachtung eben so, dass die großen Trends in den US-Märkten eben hauptsächlich am Nachmittag ausgerufen werden. Das heißt, wir können hier uns im US-Markt am Vormittag meistens darauf verlassen, dass große Widerstände und Unterstützungen gehalten werden erstmal und erst am Nachmittag gebrochen werden.
Ja, also ich habe selten gesehen, dass der DAO am Vormittag 1000 Punkte zurücklegt. Das kann natürlich bestimmt irgendwann mal passieren, wenn irgendwas Dummes vorkommt, aber dann haben wir ja natürlich auch unseren Stop-Loss. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel gestern ein Ping-Pong-Setup umgesetzt. Und ja, das handelt eben quasi die Range im Vormittagshandel. Und ja, hier habe ich noch ein kleines, aber feines System aufgesetzt. Atlantic Ocean habe ich das genannt. Und das ist ein sehr komplexes System, ist auch nicht einfach zu managen, braucht auch zusätzlich dann noch verschiedene Marktbedingungen, die vorherrschen müssen. Aber es ist tatsächlich dann auch möglich, mit dem Stereotrader solche Geschichten auch aufzusetzen. Das ist eine weitere Strategie, die habe ich XMA Chinchilla genannt, weil ich sie im Urlaub aufgesetzt habe. Das ist mit einem Filter arbeitet diese Strategie. Die ja, handelt fast autonom. Ich habe keine Exit-Funktion benutzt, sondern ich habe die Gewinne manuell glattgestellt. Aber ich habe dieses System eben mit dem Filter dazu benutzt, mich quasi in einen Trend reinrödeln zu lassen, wie ihr das zum Beispiel eben auch gesehen habt, wie ich Aber das mit dem Exit. ich glaube, wir Ja. wollen jetzt alle genauer wissen, wo der Begriff Tequila herkommt. Weil allein mit der Begründung, ich habe das im Urlaub gemacht, kommst du ja, glaube ich, nicht davon. Ja, jedenfalls war ich nicht in dem Zustand, den man erwarten könnte, wenn man diesen Titel liest, sondern es ist einfach Tequila erinnert an Urlaub, die meisten wahrscheinlich. Und weil ich sie eben im Urlaub, also oder für meinen Urlaub aufgesetzt habe, weil man ja im Urlaub tendenziell eher weniger Zeit hat, sich um seine Trades zu kümmern, habe ich einfach diese Strategie aufgesetzt und habe sie mit dem Filter bearbeitet, beziehungsweise mit dem XMA-Filter, der im Stereo-Trader hinterlegt ist. Und daher eben auch der schöne Name, der schöne malerische Name Tequila, XMA Tequila, ganz einfach, weil ich sie im Urlaub eben benutzt habe. Und habe sie eben dazu benutzt, quasi mich in einen Trend reinrödeln zu lassen vom Stereo-Trader in Größe der Tages-ATR. Und wie ihr seht, wird man eben sehr häufig Break-Even ausgestoppt bei so einem Trend-Setup und kommt nur selten dann mal in einen Trend-Move rein. Aber man kann ja dann den Stereo-Trader dazu veranlassen, sobald man quasi im Gewinn ist mit seiner Position, den Stop auf Break-Even zu ziehen. Ja, und dann irgendwann früher oder später landet man dann, wenn der Trend, solange der Trend intakt ist natürlich, landet man dann in einer Gewinnposition. Und ja, so habe ich das eben benutzt. Ja, dann bin ich auch quasi schon am Ende, beziehungsweise sind ja schon 50 Minuten um. Das hätte ich gar nicht gedacht. Im Testdurchlauf waren es maximal 30, 40 Minuten, aber jetzt haben wir doch schon 50 Minuten auf der Uhr. Da möchte ich mich natürlich herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Und ja, ich glaube, die Elena hat es bereits gesagt, aber bei Tickmill kann man den Stereo Trader eben auch unter gewissen Bedingungen kostenlos nutzen. Auf meiner Seite Profitables Trading könnt ihr euch bereits in die Warteliste eintragen. Im Moment haben wir hier 20 Personen, die bereits in dem Coaching sind. Und ich habe das ein bisschen begrenzt, damit ich nicht von morgens bis abends Fragen beantworten muss. Von daher kommen ja immer nur so kontingentweise neue Leute dazu. Aber wenn wir hier mal auf die Seite reingehen, könnt ihr euch einfach hier in den Newsletter eintragen. Und dann werdet ihr auch benachrichtigt, sobald hier wieder neue Plätze frei sind. Wenn euch diese Form des Tradings interessiert, wenn euch die Strategien interessieren, wenn ihr mit uns gemeinsam Strategien entwickeln, verbessern, optimieren wollt, dann seid ihr natürlich da bei uns an der richtigen Adresse. Es ist kein Signalservice, kein Nachtrade-Service oder sonst was, sondern es geht mehr um die Entwicklung der Strategien unter Zuhilfenahme der strategischen Orders und das Strategie-Coaching natürlich. Ansonsten, ja. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und natürlich auch danke an den Dirk als Moderator hier und an die Elena und übergebe vielleicht nochmal an den Dirk. Vielleicht hat er auch noch was zu sagen. Genau, ich glaube, ganz wichtig, Elena, Sorry, dass ja. ich ins Wort falle, aber ich sehe hier noch vom Mike, der hat noch eine Frage hinzugefügt. Ja. Welcher Zeitrahmen am besten Also, ich wäre, ob glaube, man das ja. vielleicht genau sagen könnte? In Also, Bezug das auf. Ding ist ja, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, das ist ja hier jetzt erstmal nur das erste Webinar. Das ist ja nur zum Kennenlernen. Das heißt, wir machen ja hier sowieso weiter, ne? Das heißt, auch deswegen werden halt auch so ein paar Sachen jetzt erstmal hinten angestellt, auch wenn jetzt der Frank natürlich gerne noch was dazu sagen kann. Aber das war jetzt halt erstmal so ein Reinschnuppern und nach dem Motto, geht's jetzt los und guck dir an, wie das aussieht, guck dir die Ergebnisse an. Und wenn man Lust hat, dabei zu bleiben,
Und dann kann man sich natürlich einfach an die folgenden Webinare dann auch nochmal einwählen und einfach bei dieser ganzen Geschichte halt dann eben auch mal dabei bleiben. Das heißt, es war ja jetzt eher mal so ein ganz grober Überblick, so was passiert da überhaupt und halt eben auch mal so ein bisschen ja auch der Beweis, dass es funktioniert. Und wie der Frank vielleicht auch noch ganz kurz am Rand, der vorhin auch erwähnt hat, ich habe das ja bei der WOT, bei der World of Trading ja auch im Live-Trading gemacht, die gleiche Geschichte. Und habe über den ganzen Tag, ich habe morgens angefangen auf der Bühne, habe dort erstmal manuellen Trade gemacht und dann halt später genau diese Nummer hier angeworfen, habe die über den Tag laufen lassen und habe abends um 5:30 nochmal drauf geguckt und habe da eben recht sauber bis dahin, ich glaube 1,8% oder so, aufs Konto damit geschaufelt. Ohne mich den ganzen Tag überhaupt auch nur ansatzweise damit zu befassen, sondern weil ich einfach nur gesagt habe, das ist halt die Richtung und den Rest lasse ich halt den Automaten machen. Ne? Und das ist also alles kein Hokuspokus, sondern es sind eben halt schon Sachen, die halt nachvollziehbar sind. Und wie gesagt, die ganzen Details dazu, die kommen jetzt natürlich dann auch in den nächsten Webinaren. So, jetzt seid Genau. ihr alle ruhig. Ich weiß keiner, was man so sagen Wunderbar. soll. Alle Wunderbar. geplättet. Ich denke, die Elena hat dann das letzte Wort, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch noch einen Gedanken, den ich so gerne teilen wollte, aber irgendwie ist die mir jetzt total entfallen. Es tut mir total leid. Nee, ich hab dir ja zugehört und darum, glaube ich. Ach so, ja. Hier, jetzt ist mir wieder eingefallen. Und zwar wurde hier des Öfteren die Frage gestellt, ob das erste Webinar jetzt heute aufgenommen wurde. Wurde es? Wir stellen das dann, also ich vermute mal spätestens morgen ist das dann auch auf unserer Facebook-Seite Tickmill Deutsch. Für diejenigen, die da noch nicht drauf waren oder die auch noch nicht geliked haben, dem würde ich ja, also da würde ich vorschlagen, macht das mal. Also wie gesagt, auf Facebook Tickmill Deutsch. Da steht es morgen drinne. Darüber hinaus haben wir auch tägliche Webinare mit Mike Seidel um 8:30 Uhr, wo er Handelsideen vorstellt, sodass ihr auch gut in den Tag starten könnt. Und ja, der nutzt natürlich auch den Stereo-Trader. Und der nächste Termin, welchen wir haben, Jungs, wäre dann nächster Mittwoch, selbe Zeit, selber Ort. Genau, so steht es bei mir im Kalender jedenfalls, ja. Fantastisch. Dann hoffe ich, alle hatten so viel Spaß dabei wie ich. Habe auf jeden Fall so einiges dazu gelernt heute. Und nächstes Mal gehen wir dann, Frank, ein bisschen weiter in die Materie ein, wie du es ja auch vorhin erklärt hast, ne, wo du die Agenda präsentiert hast. Genau, so ist es. Dann geht es nochmal speziell um die Grid-Systeme, um Grid Orders und so weiter und Cluster Trading. Wunderbar. Dann wäre es von meiner Seite und Tickmill. Das erstmal für heute. Vielen Dank, Dirk, wie immer super moderiert und Frank für diesen tollen Inhalt und für alle diejenigen, die auch, sind ja fast alle bis zum Ende dabei gewesen. Also vielen Dank für eure Zeit und ja, hoffe, ihr könnt gut damit was anfangen. Ja, danke dir auch. Tschüssi. Ciao. Dankeschön. Tschüss.